Ja, komm her, ihr kaputt alle und so. Ach, jetzt kommt, er wird mir erstmal das dieses System erklärt. Hat aber gedauert, wa? Schnell mal wieder zurück, so. Mal wieder ein bisschen ausweichen, ich bin jetzt gerade wieder etwas stiller, weil ich mich hier gerade wieder ein bisschen aufs Kampfgeschehen konzentrieren will. Oh, das habe ich gar nicht so gern, wenn die mich so einkreisen. Bam, so. Ach verdammt, der hat mich doch noch erwischt. Wollten gerade noch mit dem Arbeiter auf die Fresse gehen, aber es ging leider nicht so ganz. Aber komm, nicht krieg ich ja so down. Bam. Oh, sag mal. Sag bloß, da gibt's endlich mal grünes Zeugs. Also Leben. Ich habe deine Lebensschote gesehen. Ein Verwüster, uiuiui. Nicht so freundlich, die Dinger. Auf jeden Fall. Aber mit einem scheint es ja noch zu gehen. Oh oh, schnell weg, schnell weg. Soweit ich weiß, kann man das nämlich gar nicht mehr verhindern, wenn er einmal in diesem Modus ist. Dass er sich dann mir noch weiter auf die Fresse geben will. Aber okay. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Hier gibt es noch Zeugs zu holen. Man wird ja wohl noch ein bisschen spielen dürfen. Oder einfach nicht. Ich will noch nicht zurück. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Was ist mir das Leben? So. Jetzt haben wir die grüne Kugel. Das erste Mal gekriegt, ey. Hat aber auch gedauert, wa? Ja, ja, immer mit der Ruhe. Hallo. Da ist noch eine Spinne. So, da haben wir noch einen kleinen Lebensstern, ne? Ach, ist einfach nur kaputt gegangen, okay. Ach, du meine Güte. Ich will alles haben, alles und jeden. Huch, so. Erstmal hier will ich eine Verbesserung haben. Das wäre doch mal was. Pack mal, mache ich Rebellion weiter oder Osiris? Was kann denn Osiris? Na, okay. Ach, egal. Ich verbessere erstmal wirklich weiter Rebellion. Zwei haben wir mal. Na, dann machen wir. Dann machen wir mal den Trieb, genau. Schnellstufe. Sieht doch interessant aus. So. Huch. Ah, doch richtig. So. Ah, so komme ich da so hoch? Ich hoffe, da komme ich doch so. Hallo? Zumindest haben wir hier einen Schlüssel gefunden. Jetzt muss ich nur noch durch die Tür da kommen. Nicht wahr? Hallo? Was soll das denn? Ey? Geh doch mal hier raus. Wie komme ich da denn jetzt hoch, bitte? Mann, das muss doch wohl irgendwie gehen. Ich will noch nicht gehen. Hab noch nicht alles. Ich habe jetzt erst gar nichts. Ich habe nicht mal eine Seele. Ich meine, ich höre sie ja andauernd überall rumstöhnen. Komme ich dann bitte hier hoch? Theoretisch sind doch hier überall die Ansatzpunkte, oder nicht? Warum darf ich jetzt zum Beispiel nicht das da machen? Och, das ist doch gemein. Das gefällt mir so gar nicht. Dann gehe ich halt, pöh. Alle doof. Warum komme ich denn da nicht hoch? Bin ich halt wirklich so verplant? Scheint. Aber dass ich da jetzt nicht so leicht hinkomme, war mir natürlich auch klar. Aber okay. Ich muss Ach, natürlich. Achso. Oh, guck mal. Also hatte ich die Seele, die ich gehört habe, war also da. Okay. Einen anderen Weg finden. Darf ich jetzt hier irgendwo hoch? Auf jeden Fall passiert hier was.
Deshalb sieht das schon mal alles sehr praktisch aus hier alles, ne? Hauen wir ein bisschen hier mit der Sense um uns, weil das einfach so eine gute Massenwaffe ist quasi. Na los, komm her. So. Oh, schnell weg. Hauen wir noch mit dem Arbeiter drauf, genau. Ach ne, jetzt kommt so ein scheiß Motorsägen-Typi. Die sind ein bisschen nervig. Also allein an sich geht es vielleicht, mag es noch gehen, aber... Naja, so viele auf einmal, also ja, mehrere gehen auf einmal, sind natürlich ein bisschen nervig. Finde ich zumindest. Komm hoch, in der Luft mache ich dich zur Schnecke. Na komm her, trau dich. Bam, sehr schön. Gerade als er in seinen Rage-Modus gegangen ist, aber... Okay, anscheinend darf ich jetzt endlich nach oben. Siehst du, ich wusste doch, so einfach ist es doch. Ne, so. Auf die Fresse und so. In der Luft und alles und bam und auf die Schnauze und immer weiter drauf da. Bam. So muss das. Ja, so einer alleine ist jetzt nicht so das Problem. Ist eigentlich immer so meistens bei den meisten Gegnern. Na gut, es geht auch stark an sich. Aber die Masse macht es dann letztendlich immer teilweise so schwierig. Da komme ich leider noch nicht durch. Falsch. Obwohl, warte mal, ich will erstmal die Seele holen. Ach, sag bloß, von der Seite darf ich gar nicht da dran. Was ist das für eine Verarsche? Aber da komme ich jetzt tatsächlich nicht so gut ran. Nicht wahr? Nee, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Man kriegt später noch eine andere Engels- und eine andere Dämonenwaffe. Mit der würde ich dann da durchkommen. Aber okay. Dann lass mich erstmal nach oben. Los, schneller. Hier ist leider mit dem Vorwärtsrollen, glaube ich, nicht mal unbedingt schneller. Bei Zelda ist das ja so. Okay, nein, nein, nein. Ach so. Oh. Ich bin schlau. Das ist unbestreitbar. Aber ja. Ich weiß, bei dem Level müsste man sich wahrscheinlich auch gar nicht so lange aufhalten, aber ich will das jetzt halt einfach tun. Weil ich alles haben will. Auch wenn ich dann eine schlechtere Punktwertung kriegen sollte, kann ich mitleben. So ist das jetzt. Ist das jetzt quasi ein Checkpoint. Jawohl, ist es sehr gut. Sowas in der Art habe ich mir gedacht. Habe ich mir das. Ein heiliger Gral? Wo? Wo ist der heilige Gral? Na egal. Muss ich da wieder aufspringen? Na toll. Ach so, da ist der heilige Gral. Oder was auch immer das ist. Egal, ich versuche jetzt erstmal nach da zu kommen. Hallo, bist du denn bescheuert, Dante? Na, nur weil ich nicht richtig in die Richtung geguckt habe oder was, aber... Nee, das fand ich jetzt schon gemein. Ich wollte doch so unbedingt hin, ne? So unbedingt. Hallo, was soll das denn? Bist du denn bescheuert? Ich komme jetzt irgendwie leicht verarscht vor. Aber ich will diese Kackseele haben, ne? Och, im Ernst. Ja, ihr seht, ich bin der beste Jump'n'Run-Pro der ganzen Welt. Sonst hätte ich auch niemals einen Jump'n'Run Let's Play, das wäre nicht gut. Na, die Rose haben wir uns immer geholt, okay. Ach, sag bloß, ich krieg gleich schon die neue Waffe. Wäre natürlich cool. Glaube ich aber nicht. Uiuiui. Holt einen noch schwindelig bei so viel Drehungen. Na gut. Ja, ja, muss mir nicht alles zeigen. Lass mich laufen. Ich schaff das schon so. Ich schaff das.
Los! Los! Engelsschub. Okay. Oh, oh, geil. Okay. Bam, jetzt kann ich hier so cool durch die Gegend schweben. Mehr oder weniger. Das ist ja äußerst praktisch. Komme ich vielleicht auch ein bisschen besser vorwärts. Vielleicht bin ich deshalb auch noch nicht hingekommen. Wäre natürlich wieder typisch. Durchaus, ja. Aber egal. Schafft das schon. So. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Wüsste ich ja schon gern. Okay, einfach mal hier weiter, wa? Dann folgen wir einfach mal dem Weg. Okay, ich hab's falsch verstanden. Halte 7 gedrückt. Ja, habe ich doch sowieso schon die ganze Zeit gemacht, deshalb war ich verwirrt. Aber okay, so. Wundert mich, dass jetzt kein Kampf kommt, aber vielleicht kommt gleich noch einer. Where wise? Genau, Engelsschub und Engelsschwung können verschwunden werden. Hallo? Nein, nein, falsch, falsch. Aha. Nur, dass ich die falschen Tasten gedrückt habe, aber an sich geht das alles. Mag das ja alles gehen, ne? So. Langsam krieg ich's hin. Ja, doch. Ein bisschen zumindest. Aber nicht allzu gut. Okay, das war etwas verspätet. Aber guck mal, es ist immer noch rausgezogen geblieben. Ach, verdammt, mein armes Leben. Guckt euch das an. Schon fast wieder die Hälfte weg. Das ist irgendwie typisch, aber ja. Und kaputt hauen. Dann los, Bams. Sehr schön. Und schon ist die dritte Kette frei. Das ist auch kein Stört, dass wir dann in irgendeiner Welt alles kaputt machen. Huch, jetzt bin ich... Oh, das ist schlimm, ich komme da unten ans Mikro. Jetzt sah ich aus wie ein Verschoben. Ja, war bestimmt voll laut. Es tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe. Ja, ich bin es immer noch. Na gut, jetzt lass mich... So, ich bin wieder da und kann ein bisschen schweben, ne? Pathos. Hat man den schon, oder? Ja, doch, war noch hier, oder? Whatever, kommt her. Hallo, was soll das denn? Warum springst du denn runter? Bist du bescheuert, Junge? Du sollst doch nicht einfach runterspringen. Du hast wohl einen Arsch offen. Bams. Hallo? Ich habe gerade angegriffen, da kannst du mich auch noch angreifen. Du bist der Arbeiter halt wieder leider so langsam, ist das Problem. Bam, so, jetzt aber auf die Fresse hier. Tja, das war's mit deinem Schild, du Arsch. So, wer ist noch da? Da ist noch einer. Oh, mehr als ein Motorsägen-Tipi, das ist aber nicht so schön. Oh, jetzt hat er mich noch erwischt, im Ernst. Arsch, ey. Vor allem, was sind das überhaupt für Kackdämonen, ey, mit einer Motorsäge, also mal im Ernst. So, kommt her und haut wieder ab, genau so. Er erwischt mich schon wieder, ey. Das glaube ich jetzt hier langsam nicht mehr. Komm her, Arsch. Oh, oh, Angst, Angst, Angst. Komm her, ich mach dich kaputt, Junge. Ich mach dich kalt. Oh, so. Bam. Oh, das war knapp. Hat gerade schon wieder zu seinem Sprint angesetzt, der Arsch. Jetzt kann ich da weiter. Will ich aber immer noch nicht. Ach doch, genau. So. Na, oh, was ist der denn für ein ungelenker Spasti? Hallo. Der fällt bei der kleinsten Kleinigkeit runter. So. Geh ich erstmal zur Tür? Gehen wir erstmal zur Tür, genau. Oh, falsche Taste. So. Ach, verdammt, ich habe einen Bronzeschlüssel gefunden, keinen Silberschlüssel. Na toll. Aber die Seele hole ich mir.
Die hole ich mir auf jeden Fall. Habe ich zumindest vor. Ist das dein Ernst? Was soll das denn? Ich meine, ich, ne? Und so. Siehst du, jetzt hat's auch geklappt mit drauf. So. Jetzt haben wir die Kackseele auch gleich. Bams. Hallo, komm her. So. Huch. Immerhin 2 von 3. Immerhin. Hat ja auch lange genug gedauert. So, haben wir jetzt noch schön eine Verbesserung. Werde ich weiter mal, denke ich mal, mein Rebellion kaputt verbessern. So, nicht kaputt machen. Es gibt auf jeden Fall mehr Fähigkeiten. Okay. Kann ich auch ganz cool ausweichen. Ist ja interessant. Okay. Na gut, einen Tritt könnte ich auch noch machen. Okay, okay. Und einen Absprung. Aber ja, ich hau erstmal hier mein Schwert in die Höhe. Weil ich damit ja doch bisher am meisten kämpfe, ne? Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Das gibt es ja immer noch. Auch noch. Jetzt mittlerweile. Dass ich diesen hier machen kann. Sehr schön. Gut. Ich will meine ganzen Angriffe vergessen. Und noch ein Sprung. Bams. So. Da sind wir auch schon. Hallihallöchen. So, mal sehen, wie die Wertung diesmal sein wird. Auch nicht allzu gut, aber naja. Ich bin immer nicht gestorben. Die mächtigste Investmentbank der Welt. Und wer leitet sie? CEO Kyle Ryder. Eine menschliche Hülle. Das physische Erscheinungsbild von Mundus. Durch Schulden kontrolliert er die ganze Welt. So ein Arsch. Für Mundus ist die Welt eine Zuchtfabrik für menschliche Seelen. Und er hält sein Vieh gut überwacht und fügsam. Für die Überwachung verantwortlich ist die Raptor News Corporation. Ein globales Netzwerk von Überwachungskameras, Satelliten und Spionen. Das Mittel zur Fügsamkeit ist allerdings etwas hinterhältiger. Was denn? Du trinkst es gerade. Das erfolgreichste Erfrischungsgetränk überhaupt, Virility. Die Rezeptur ist dämonisch. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Okay. Es hat keine Wirkung auf uns, nur auf Menschen. Lobotomie aus der Dose. Wie gehen wir vor? Das ist das Höllentor. Die Verbindung, aus der Mundus seine Macht schöpft. Solange er mit dem Höllentor verbunden ist, ist er unsterblich. Doch wenn wir ihn vortrocken könnten, würden unsere Schwerter ausreichen. Und wie machen wir das? Seine Aufmerksamkeit wecken. Mundus ist engstirnig und impulsiv. Wenn wir ihn so wütend machen, dass er die Kontrolle verliert, wird er sich uns zeigen. Okay. Also um Mundus zu töten, müssen wir ihn vom Höllentor weglocken. Und dazu machen wir ihn wütend. Ganz grob gesagt, ja. Und wütend wird er, wenn wir das Raptor News Network und Virility aus dem Weg räumen. Genau. Und womit sollen wir anfangen? Gute Frage. Das werden wir aber gleich sehen. Nach der Bewertung, die wahrscheinlich gar nicht so gut ist. Aber egal. Mission abgeschlossen. Na komm, können wir überspringen. S-Rang, ui. War immer so schlecht, ne? Eine Verbesserung. Die nächste Mission, unter Aufsicht. Oho. Na, dann gehen wir da mal hinein. Virility. Sie wissen jetzt von dir, Dante. Bleib unauffällig. Mundus weiß nicht, dass ich existiere, also werde ich mich versteckt halten, bis wir bereit sind. Cat kennt die Virility-Fabrik und weiß, was darunter liegt. Sie wird dich führen. Fitter, smarter, sexier, genau. Der Typ ist auch bald fit, smart und sexy. Tja, zu spät für unauffällig. Zu spät. Oh, komm schon. Das dachte ich mir aber auch so. Na, Kamera. Die Kamera hat dich bemerkt. Sie müssen nach dir auf der Suche sein. Ach, Quetscher. Als ob die nach mir suchen würden. Ich wüsste gar nicht, warum. Ich weiß. Und gleich gibt's Ärger. Ärger.
Stygia, okay. Ich bin mir nicht sicher. Dann geh. Genau, verpiss dich doch, ey. Komm her. Auf die Fresse und so, ne? Ach, verdammt, ich springe mal zu spät hinterher, also nehme ich gar nicht. Na los, hier auf die Fresse und so, ne? Oh, du... Komm schon, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht fair, dass die mich immer treffen. Na los, komm her, trau dich, ja? Komm her, du Arsch. Okay... Falsch aufgeladen, Triebangriff. Ach so, das ist einfach nur dieses da. Bam! Okay, ist schon ziemlich geil, die Attacke auf jeden Fall. Muss ich ja schon sagen. Die sagt mir zu, ja. Ich meine, jetzt immer das gleiche nur war, aber ja. Ging ab. Aber ganz genau, Scheißding.